Es geht abwärts. Immer tiefer. In die Dunkelheit. Abwärts. Auch das passt ja thematisch. Sofern man schon von irgendwas hier sprechen kann, was thematisch. Ich will jetzt nicht kaputt quatschen. Ich habe nur gerade ein paar Gedanken noch über die Story gemacht. Denn wir wissen ja nicht viel, außer dass sich Heather an irgendetwas erinnern möchte. Dazu könnte man das jetzt so interpretieren, dass sie immer tiefer in ihr Gedächtnis hineinsteigt. Und da sieht es ziemlich verstört aus. Die Leiter ist abgebrochen. Ja, war klar. Oh Mann, insgeheim hatte ich ja so ein bisschen gehofft, dass das Spiel jetzt einen Gang zurücklegt und dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr über die Story sinnieren könnten, wie ich nämlich gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen nach war. Aber ich bin gespannt, was passiert. Ich rüste mal lieber die Waffe aus. Wie viel? Ich kann mal gucken. Oh, wir haben 36 Schuss auf Vorrat, also insgesamt 46. Ich hoffe, damit kommen wir aus. Das sieht mir nämlich nach dem Bosskampf aus. Ich weiß nicht, ob ich ein oder zweimal getroffen habe. Moment, jetzt lähmt er hier die ganze Gegend. So, er ist wütend. Wah! Wow, was für ein ekliger Wurm. Gucken, wo er rauskommt. Aus einem. Ja, hier ist er. So, zack, zack. So, jetzt schützt er sich wieder. So, er verzieht sich. Ich lade in der Zwischenzeit nach. So. Hoffentlich reicht das von der Munition her. Wo ist das Tier? Ah, hier. Zack, ich sehe es nicht. So, doch, jetzt sehe ich es. Ah, gut, ich glaube, ich hab getroffen. Ich glaube, ich habe 4 Schuss abgefeuert. Ich müsste noch 6 im Lauf haben. So, hier ist er. 1, 2, 3. Jawoll! Jawoll! Puh. Naja, ja. Wenn man ihn sich auf Distanz hält, ist er nicht so schwer, muss ich sagen. Aber ich bin froh, dass wir ihn hinter uns haben. Okay. Dann sind wir vermutlich im Erdgeschoss. Und die Shopping Mall sieht aus wie vorher. Trotzdem haben wir noch die Pistole in der Hand. Bilden wir uns das alles nur ein? Es ist so ruhig. Es ist doch niemand da. Alle Geschäfte sind geschlossen. Sind wir im Untergeschoss? Kann man nachgucken. First Floor. Oh. Oh, endlich kommt ja aber wieder ein bisschen mehr Ruhe rein. Ich hoffe. Mittlerweile hoffe ich eigentlich, dass wir den Detektiv nochmal langsam finden. Vielleicht kann uns der ein bisschen mehr helfen. Immerhin wollte er uns was über die Geburt erzählen, also weiß er etwas über unsere Vergangenheit. Natural Shop. Komm ich hier rein? Nee. Und das ist es ja, was uns jetzt gerade so interessiert. Sunshine Princess. Hm? Hat man das nicht im zweiten Geschoss oder gehabt eigentlich? Royal Grill? Hm, ja, müssen wir wohl hier durch.
Auch hier ist der Korridor ziemlich lang. Keine Tür ist auf. Auch hier im News. Was ist das? Newsball? Newsball? Naja. Aber hinten ist noch eine weitere Korridorkreuzung. Alles zu. Alles zu. So, geht's hier raus? Hier geht's rein. Cool. Ah, wir können abspeichern. Erste-Hilfe-Paket. Munition. Gehen hier mehr Dinge? Gerade mal umschauen. Hier ist noch eine Tür. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Hab mehr getrocknetes Rindfleisch. Vielleicht sollte ich das einfach häufiger mal einsetzen. So gut, hier kommen wir nicht weiter. Das ist ein geschlossener Raum. Ja, keine Ahnung, dann speichern wir gerade mal ab. So. So, noch hier abgespeichert. Nee, Moment, wir haben noch nicht alles gesehen. Ich wollte eigentlich mal schauen, ob wir hier raus können. Ja, kommen wir, aber ich habe noch nicht alles gesehen. Ich muss mal zurück. Bitte keine Cutscene, bitte, 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 bitte. Keine Cutscene, keine Cutscene, keine Cutscene, keine Cutscene. Wir sind jetzt jedenfalls auf dem Weg in die Subways. Und an irgendetwas scheint sich Heather zu erinnern. An irgendetwas, vor dem oder das sie in der Vergangenheit davongelaufen ist. Oder es im Prinzip auch immer noch macht. Aber was genau will uns Heather jetzt nicht sagen?
Stehen wir jetzt noch im Dunkeln. Förmlich. Wo geht's denn lang? Ah, hier. Ich hasse es. Oh Gott. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Ich muss zurück. Also ich muss mir erst die Wände anschauen. Ich brauche dringend eine Karte von diesem Gebiet hier. Von den Subways. Weil ohne das bin ich jetzt natürlich ein bisschen aufgeschmissen. Also ich hoffe jedenfalls, dass ich die an den Wänden finde. Traditionell ist das ja meistens so, hier bei Silent Hill. So. Naja, sieht aber nicht so aus, als gäbe es ja irgendwas. Kann ich hier nochmal zurück? Ich höre irgendwas knistern. Aber ich war mir gerade nicht sicher, ob das vom Spiel war oder hier bei mir im Zimmer. Das ist gerade etwas unheimlich. Also, wirklich unheimlich. Okay, also wie war das? Ich habe die Tür, ne? So, irgendwo müsste doch, muss doch diese Karte an den Wänden sein. Ist noch eine Tür. Geht aber nicht auf. Was ist das hier? Hazel Street Exit. Bitte, bitte, irgendwo muss noch eine Karte sein. Schloss kaputt. Na toll. Dann gibt es hier in der Tat nur eine einzige Tür, durch die wir können. Und die ist an am Ende des anderen Korridors. Beziehungsweise an einer Verlängerung dieses Korridors hier. Oh Mann. Ist denn hier nirgendwo eine Karte? Bitte gib mir eine Karte. Ich fühle mich so nackig ohne Karte. Ohne Karte fühle ich mich eigentlich fast noch nackiger als ohne Pistole. So kann ich mich gar nicht orientieren. Oh, überall Türen. Die Lichter sind an, aber es ist trotzdem so dunkel hier. Ach so, Ladies Restroom. Lass mich raten, die Herrentoilette ist wieder verschlossen. Und die Frauentoilette ist auf. Na, die ist auch zu. Aber hier ist eine Karte, ne? Nein, ist keine Karte. Hier! Haha! Aber auch ohne hinzusehen, kenne ich noch meinen Heimweg. Einfach rein in den Zug zur Bergen Street von Bahnsteig 3. Naja. was sind das hier eigentlich? Stash your trash. Aha. So, hier geht's eh nicht raus. Schloss kaputt, ist klar. Wir sind ziemlich trapped hier. Ja, ich weiß, ich muss den Bahnsteig Nummer 3 suchen. Trotzdem. Karte der U-Bahn, ja, ja, ja. Ich schaue mich ja trotzdem lieber noch ein bisschen um. Wer weiß. Mir gefällt das nicht, dass wir... Moment, jetzt fange ich doch an, die Orientierung zu verlieren. Na, wir gehen jetzt hier einfach mal runter. Na gut. Wir haben unser Ziel, glaube ich, erreicht. Ne, haben wir nicht. Komm, wir finden jetzt die U-Bahn 3 und ist das Spiel vorbei. Okay? Einigen wir uns darauf. Bergen Street. Ja, hier müssen wir runter. Alles klar, dann check ich trotzdem nochmal die Türen hier. Ladies Restroom. Man. North End. Na, da müssen wir eigentlich nicht runter. Würde mich trotzdem interessieren, ob wir runter können. Ist egal, finden wir früh genug raus. Wir gehen jetzt hier. Was ist das für ein Geräusch? Gehen jetzt hier runter. Hier sind wir doch richtig, oder? Wo geht's denn jetzt lang? Wir sind doch jetzt hier in Dingens reingegangen.
So, dann geht's vermutlich jetzt hier irgendwie raus, aber ist doch wieder alles verschlossen. Also hier geht's raus. Ist aber auch verschlossen, sage ich doch. Okay. Na gut. Dann geht's halt. Wo geht's denn jetzt weiter? Waiting Area. Moment, was steht hier? Hazel Street. Nee, wir wollen nicht in die Hazel Street, wir wollen in die Bergen Street. Hazel Street. Nein, hier wollen wir nicht raus. Hä, bin ich jetzt gerade hier falsch runtergegangen? Ich weiß es gerade nicht so genau. Ich gehe trotzdem mal hier gucken. Na, es geht natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Hä? Bin ich in die Hazel Street rausgegangen? Hazel Street? Nein, ich bin nicht in die Hazel Street. Wir sind falsch. Dann bin ich doch falsch gelaufen. Ich hätte schwören können, ich ging runter zur... zum Bergen-Dingsbums. Wo war das denn? Stimmt das ja nicht? Hazel, da habe ich mich echt vertan. Sorry, tut mir echt leid. Hier wollte ich natürlich runter. Komisch. Hab ich ja so verpeilt? Moment. Hä? Och Mensch, Kamera. Bergen Street da rechts oben. Mein Gott. Hier. Na, da haben wir's doch. Ich sag jetzt nichts. Warum geht's eigentlich immer nur tiefer runter? Was ist das? Telefonbuch? Nein. Das habe ich vor langer Zeit gelesen. So ein abgedrehtes, okkultes Spinnermagazin. Ich fand das alles ziemlich daneben. Wenn man es nur so zum Spaß liest, ist es aber nicht übel. Die Seelen derjenigen, die plötzlich durch Selbstmord oder einen Unfall gestorben sind, erkennen nicht, dass sie tot sind. Manchmal bleiben sie und spuken am Ort ihres Todes. Die Geister haben ihre menschlichen Sinne und Erinnerungen verloren und können nur immer wieder den Schmerz und die Trauer im Moment ihres Todes wiederholen. Der Schmerz kann so stark werden, dass sie sich auf der Suche nach Rettung an Menschen wenden. Oder sie gönnen den Menschen ihr Leben nicht. Dann kommt es vor, dass sie von einem Menschen Besitz ergreifen. Orte, die als berühmte Selbstmordstellen oder Gebiete mit hohem Unfallaufkommen bekannt sind, tragen häufig die Schuld. Sie sollten bei der Annäherung an solchen Stellen vorsichtig sein, besonders an dem Tag oder zum Zeitpunkt, an dem sich der Tod ereignete. Das heißt, wenn sie nicht wollen, dass es ihnen auch passiert. So, links oder rechts runter? Information. Hier ist eine Karte. Ja, Bahnsteig 3. Links oder rechts? Wir gehen einfach mal hier runter. Hazel Street. Auch nicht so ganz richtig. Habe ich wieder irgendwas übersehen? Können hier lang gehen. Das ist Hazel Street. Habt ihr das auch gehört? Ich glaube nicht, dass es in meinem Zimmer war. Und wenn ja, habe ich ein Problem. So, das müsste jetzt die andere Seite von... Genau. Hier ist wieder... Ja, alles klar. So, bin ich denn schon wieder falsch? Bin ich irgendwo... Was steht denn da? Warum steht denn überall Hazel Street? Ich verstehe das nicht. Wo muss ich denn hin?
Ich dachte, hier wäre ich richtig. Was? Bergen runter. Ich check's nicht. Bin ich denn falsch? Was ist denn hier? Bergen hoch. Gehen wir mal hier runter. Kann ich hier den Bahnsteig lang gehen oder was? Ja, natürlich. Ups. Ha 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 ha. Leute, das Spiel ist vorbei. Okay. Wir machen es auch mal vom nächsten letzten Standpunkt, Spielstand meine ich. Nein!